Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 2 des Let's Learn Max Block Scorching Rays CI Occultist. Wir befinden uns in Akt 3. Ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Skilltree machen soll. Ich meine, ich habe zwar jetzt ein paar Life Notes hier mit und Mana mit Mind Over Matter und hier jetzt noch diese beiden Notes. Aber danach sieht es ein bisschen mau aus. Ich werde vielleicht versuchen, als Hybrid zu leveln. Also nicht pur auf Life, sondern noch ein bisschen Energy Shield versuchen mitzubekommen. Weil dann kann ich schon anfangen, Energy Shield Nodes mitzuskillen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert. Ich habe noch nie als Hybrid gelevelt. Das heißt, ich muss bei Brustrüstung und so weiter jetzt nicht mehr nur auf Life achten, also bei Rüstungsteilen meine ich, sondern auch noch auf den Energy Shield Wert. Ansonsten kann man natürlich auch einen kompletten Life mit Mind Over Matter Build leveln. Mit Scorching Ray. Aber das wird ein bisschen teuer. Weil man dann später die ganzen Respec Points wieder aufwenden muss, um auf Energy Shield zu gehen. Da ist natürlich auch die Frage, wenn wir jetzt tatsächlich mit Hybrid leveln, welche Ascendancy wir uns dann holen, ne? Weil eigentlich hatte ich vor, mir zuerst die linke Seite vom Occultist Tree zu holen. Und dann später erst. Warte, lass mich mal ein paar Portal Scrolls mitnehmen. Ich habe ein bisschen Currency gekauft. Kann sein, dass mich ein paar Leute anwispern, um das zu verkaufen. Aber wenn wir echt Hybrid machen wollen, dann könnte es sich auch lohnen, die rechte Seite zu nehmen. Weil da kriegen wir Energy Shield. Okay, das könnte ein bisschen nervig werden mit den ganzen Trades. Aber dann seht ihr auch mal, wie das abläuft. She is. My work in progress. Let's see if Rayclast has been good to you, witch. Man könnte anfangs, denke ich, auch mit einem Totem spielen. Aber ich will mir in Library ein Decoy-Totem holen. Das heißt, ab dann würde man eh umsteigen. Also das andere Totem rausnehmen. Watch yourself. Okay.
Red Beast. Können wir das machen? Oh, Allies Regen, natürlich. Da haben wir keine Chance, oder? Nee, da haben wir nicht genug Schaden für. Obwohl. Was? Wir kriegen halt nicht genug Flask-Schaden. Oh mein Gott. Nicht genug Regen hierfür. Regen-Beasts sind absolut nervig. Ich weiß gar nicht, warum sie die überhaupt eingeführt haben. Wieso kriegt man eigentlich jetzt 3 Eggs für eine Essence of Horror? Okay. Also den skippen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir den mitmachen können. Na, komm. Das Coole an diesem Bild ist, Regen ist später kein Problem mehr. Weil wir spielen Max Block und jedes Mal, wenn wir blocken, fängt unser Energy Shield Recharge wieder an. Und ihr wisst ja, dass der relativ schnell ist. Also das ist der kommt, wenn man eine Zeit lang keinen Schaden genommen hat. Ich weiß jetzt nicht genau, auf was für Werte, aber ich habe ein Video von Demigod King gesehen. Der Typ, der die ganzen Standard-Mirror-Crafts immer macht. Der hatte Gear. Gut, das kann man natürlich in der Temp League jetzt nicht in dem Maße erreichen. Aber er hatte irgendwie 20.000 Energy Shield. Und hatte auch irgendwie 20.000 Regen pro Sekunde oder so. Kranke Zahlen auf jeden Fall, die dabei rumkommen können. Aber selbst wenn es ein paar Tausend sind, ist schon geil. Ein paar Tausend Regen pro Sekunde. Das reicht für Halls of Grandmasters auf jeden Fall aus. Oh, Ghosted. Zum Glück ist das kein Discharger. Es könnte sein, dass er uns one-shotten würde. So, ich gehe hier jetzt einfach wieder hoch. Ich habe zwar die Büste noch nicht. Es kann sein, dass hier die... kommt hier sogar. Warte, wir haben zwei, ne? Es kann nämlich sein, dass diese dritte Büste hier unten irgendwo spawnt. Also nicht auf dem Weg. Aber selbst dann sollte man... Gut, das weiß man ja noch nicht, wenn man sich entscheidet, nach oben zu laufen, ne? Klar. Das weiß man erst dann, wenn man sie entweder oben gefunden oder nicht gefunden hat. Ob sie unten ist. Man geht einfach, man kalkuliert einfach die Chance. Also mit der Chance. Wenn die Büste hier oben ist und man hier nach oben läuft, dann ist sie auf dem Weg. Das heißt, man hat keinen Zeitverlust. Und wenn sie unten ist, dann hat man halt einen Zeitverlust. Aber auch nur für diesen einen Fall. Das heißt, in beiden Fällen ist es so, dass man einmal einen Zeitverlust hat. Entweder man hat den Zeitverlust, wenn man nach unten läuft, oder nach oben. Und der Zeitverlust oben ist halt kleiner, weil die Büste näher am Ausgang liegt, als sie unten am Weg liegt. Das heißt, es ist immer optimal, nach oben zu laufen. Wenn wir die Büste jetzt oben nicht gefunden hätten, dann wären wir hier einfach zum Waypoint gelaufen. Und dann porten wir uns zurück in die Sewers rein. Und dann hätten wir... Gut. Müssen wir da halt hinlaufen, aber gut. Das ist jetzt ja nicht so ein großer Aufwand.
Ist die Battlefront immer auf der Seite von den Catacombs? Kann das sein? Ich glaube, bis jetzt sieht es so aus. Also die letzten Male war das, glaube ich, auch so. Weil das wäre ziemlich gut. Die Catacombs sieht man nämlich direkt am Anfang. Das heißt, man weiß eigentlich immer, wo man hinlaufen muss. Da muss ich mal ein Auge drauf halten. Die nächsten Male durchspielen. So, wie viel Life haben wir jetzt? Oh, was ist das für ein Essence? Sorrow brauchen wir nicht. Wir haben geteilt durch 10 sind, sagen wir mal, 55 mal 4. Ist das so weit hier oben? Mal 4 sind 220, das heißt, wir haben 800 HP gerade. Da ist ein Vorlink. Und auch noch Silken gab. Das heißt, es ist eine Energy Shield Basis. Da können wir eine gute Essence oder eine Alchemy draufschmeißen, wenn wir eine kriegen. Wir sind Level 24 gleich 25. Das heißt, wir können eigentlich auch schon in die Docks rein. Was wir sonst noch so gekriegt haben. Life Mana Double Res. Wow. Besseres Item kann man ja gar nicht finden. Wahnsinn. Bleed Removal. Fire Damage hat er drauf. Und Mana auch noch. Das Gute ist, ich will ja auf diese Energy Shield Basis wechseln. Das heißt, ich verliere hier den 3-Link. Und dann bin ich nicht, wie gesagt, ich bin dann nicht mehr auf diesen 3-Link hier angewiesen. Meine ich damit. Das heißt, ich kann dann auch diese Waffe anlegen. Aber dafür brauche ich erstmal mein Damage-Setup hier in dem 4-Link. Kann ich als Witch Swift Affliction kaufen? Ich meine wohl, ne? Warte mal, ich habe... Ah ne, als Essence-Ring habe ich Trickster gespielt. Naja, wir kommen eh bald in die Library und da kann ich es spätestens kaufen. Dann muss ich die nicht mal neu färben, die Brust. Dann kann ich Scorching Ray, Control Destruction, Elemental Focus und Swift Affliction. Man könnte auch einen roten Sockel vertragen. Da könnte man da Burning Damage reinsockeln. Ach, das sind Rare. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir wieder ein bisschen reisen müssen im Skilltree. Und zwar nach hier oben. Oh. Das Incinerate von denen haut gut rein, von den Hunden. Freeze Immunity habe ich leider noch nicht.
So, den Helm definitiv anlegen. Genau. Und dann kommen wir auch schon zur ersten Burn-Not. Was haben wir hier noch rumliegen? Greed. Trifft Energy Shield und Resi. Sehr gut. Dann packen wir den erstmal da rein. Oh, wobei. Das hängt natürlich davon ab, ob ich Swift Affliction kriege. Sieht nicht so aus, ne? Ne. Kriege ich Burn? Burn gab es in Akt 3, oder? Mal nachgucken. Burning Damage. Wann gibt's denn? 31. Fixture of Fate. Auch als Library. Okay, das ist ein Problem. Aber so ein großes Problem nun auch wieder nicht, weil ich roll den jetzt einfach auf 4 blau. Das ist ja recht wahrscheinlich, dass die Farben kommen. Und dann schmeiß ich da einfach Arcane Search mit rein. Und dann packe ich den dahin. Die verkaufen. Und weiter geht's. Das ist jetzt vielleicht ein Damage-Verlust. Also wir machen jetzt ein bisschen weniger Schaden. Aber dafür haben wir mehr Mana-Rack und mehr Cast-Speed. Und dadurch, dass wir die Waffe anlegen können, kriegen wir auch nochmal ein bisschen Schaden dazu. Das ist auch gut. Ich werde das Arcane Search jetzt noch nicht leveln, weil ich das später an Orb of Storms dran setzen will. Und sonst muss ich mir wieder ein neues kaufen. Weil sonst, wenn ich das jetzt leveln würde, dann sind die Mana-Kosten zu hoch. Wir haben ziemlich viel Mana im Verhältnis zu unserem Life. Exiles sollte man immer mitmachen beim Leveln. Ich
Ich meine, die sind ziemlich gefährlich, vor allem wenn da auch noch der Zonenboss bei ist. Aber die lassen super viele Ausrüstungsgegenstände fallen. Das heißt, da sind immer viele Rares dabei und vielleicht sogar Uniques. Oh, 20 Move Speed. Oh, Dex brauche ich. Sobald ich die Library fertig habe, werde ich Burning Damage dran linken. Weil Burning Damage ist natürlich mehr Damage als Arcane Surge, aber ich kann Arcane Surge auch über hier Orb of Storms bekommen. Sagte ich ja schon. So, Dex ist ziemlich wichtig. Spell Damage. Na, der hat ja gar nichts gehabt. Gut. Definitiv besser. Allein für die Decks schon. So, Suas. Wir sind aktuell bei 850 HP. Wir könnten auch schon vor Piety in die Imperial Gardens gehen und damit Lab vorher machen. Weil fürs Lab will ich auf jeden Fall ein Decoy-Totem haben. Ich weiß nicht mal, ob ich den überhaupt brauche. Ich glaube, den brauche ich gar nicht. Aber was soll's. Im Idealfall kriege ich noch einen Vorlink für das Arcane Search Setup. Weil dann kann ich Arcane Surge an Orb of Storms linken. Zusammen mit Increased Duration. Und auch noch Flame Dash. Dann ist im Grunde egal, was ich neben Scorching Ray mache. Ich kriege immer Arcane Surge dabei. Und es hält auch noch ewig durch Increased Duration. So, jetzt gibt es noch ordentlich Burning Damage dazu. Vor allem die nächste Node. Die sollten wir vor Piety ja noch easy bekommen. Zombies sind so stark, die der Typ beschwört. Wo ist er da? Oh. Da muss man höllisch aufpassen, dass die einen nicht direkt wegsnacken. Das war ja
War ja gerade eben fast passiert. So, Tornado Wand. Pisketor. Ich muss hauptsächlich die Chromatics und die Silver Coins loswerden. Da habe ich so viele von gekauft. Ich glaube, ich habe 1500 Silver Coins und irgendwie 6000 Chromatics. Ich muss sie erstmal wieder in Chaos umwandeln. Mit der nächsten Node sollten wir einen massiven Damage-Anstieg beobachten können. Dann ist es fast wie später, dass wir einfach nur über die Gegner rüberwischen und stirbt alles. Habe ich überhaupt Platz für Orb of Storms Arcane Search? Habe ich sogar. Nice. Oh mein Gott. Wenn man noch kein, nicht viel Evasion oder Rüstung hat, dann knallen die gut rein. Muss man aufpassen, das ist halt der Nachteil an Channeling-Skills wie Scorching Ray. Man muss halt stillstehen, ne? Normalerweise ist es so, dass man gegen die Viecher kämpft, macht einen Cast und geht dann weiter, ne? Also hier einfach wischen und weiter. Weil sonst wird man halt von allen Projektilen getroffen und das kann schnell mal tödlich enden. Schnell 60 Burn Damage aufsammeln. Hier den einen Karren suchen. Wo zwei Karren sind, ist die Sackgasse. Oh ja, ich muss für ein Item unbedingt die Life Search anmachen. Moment. Muss mal gerade gucken, meine Life Searches, ob da gute Items reingekommen sind. 15 Chaos Syntrax mit Spell Dodge. Ist nicht das Schlechteste. So, Reckless Defense. Ach du Scheiße, die werden immer teurer. Da ist ein perfekter Sigil's Crank, aber unpriced. Ich gebe ihm 5 Chaos dafür, vielleicht springt er ja drauf an. Ist nicht online. Vertex, 35 Chaos, oh mein Gott. Handschuhe, 20 Chaos. Auch ein bisschen teuer, ne? 25 Chaos für einen Block Anvil. Naja, keine wirklich guten Items reingekommen. Aber ja, ich will unbedingt die Life Search anhaben für die Reckless Defense Jewels. Weil die brauche ich unbedingt. Ich brauche Spellblock.
Ich bin mir noch nicht so sicher, was den, da gibt's anscheinend einen Lightning Arrow Typ mit irgendwie 700 Crit Multi oder so. Bin mir noch nicht sicher, dass ich den überleben kann. Oh ja, werden wir sehen, wa? Aber die anderen sollten eigentlich kein Problem darstellen. Die ganzen anderen Grandmaster. Jo. Ich sollte mir vielleicht diese Handschuhe hier craften. Weil, Brustrüstung können sehr gute Stats draufrollen. Das heißt, wenn ich eine Brust finde mit viel Life, Mana, Energy Shield, so ein Zeug, dann will ich die natürlich haben, ne? Und ich will dann nicht sagen, ah, ich brauche aber den Vorlink in der Brust. Yo, what the fuck? Was ist los mit diesen Mobs, Alter? Die haben ja alle Wullen on Hit. Meine Güte. Heftig, heftig. So, diesmal nicht vergessen, den Skillpunkt hier hinten abzuholen. Ich glaube, die letzten Male habe ich das immer vergessen. Ist mir dann aufgefallen, als ich dann... später nach Akt 10 / Passives eingegeben habe. Weil dann sieht man, wo man welche vergessen hat. So, die haben wir jetzt. Wo gehen wir als nächstes hin? Wo gehen wir als nächstes hin? Erstmal ins Hideout, den Trade machen. Ich muss unbedingt die Chromatics hier loswerden. Warum wollen die immer nur die Mindestmenge kaufen? Kauf mal einer gleich für 100 Chaos welche. Auf 100 Chaos, nee. 100 Chaos passen nicht ins, Inventar. Ins Inventar passen nur 1200 Chromatics. Hier können wir uns noch Fire Damage holen. Das ist später in dem Skill Tree auch mit drin. Aber ich brauche eigentlich nur Life, ne? Ich habe zu wenig Life. Stört mich gerade ein bisschen. Vielleicht muss ich doch in den sauren Apfel beißen und diese fucking Free Strong Boxes. Warum kommen da so viele von am Anfang? Man hat am Anfang noch überhaupt keine Chance, eine Freeze Flask zu bekommen. Und warum habe ich mich überhaupt manuell ausgeloggt? Normalerweise sollte man das über das Logout-Makro machen. Ja, vielleicht muss ich in den sauren Apfel beißen und noch ein paar Life-Notes mitnehmen. Welche wären das dann? Diese zwei kriege ich noch ziemlich einfach. Das sind im Grunde dann jeweils 6%. Das ist gut. Weil die Travel Note davor müssen wir eh holen. Das heißt, das wären dann nochmal 2 Punkte, die wir respecken müssen. Später.
Aber ich brauche die, glaube ich. Weil aktuell ist, ich werde halt dauernd gestunt, ne? Und das ist halt abhängig davon, wie viel Life mir ein Treffer abzieht. Wieder Mindestmenge. Ist derselbe Typ? Ah, kann ich jetzt noch gar nicht checken, ne? Der will auch welche. Immer nur Mindestmenge. Ah! Erstmal der hier. Vielleicht muss ich die Mindestmenge einfach aufsetzen. Diese kleinen Trades gehen mir irgendwie auf den Sack. Ja, wo war der andere? Da. Warum ist Mercury Trade nicht angesprungen? Jetzt springt es wieder an. Ich glaube, die Vals nehme ich jetzt auch erstmal raus. Weil ich brauche später noch welche, wenn ich mappen will. Das sind 63. Passt. Aber ja, im Grunde sieht so Currency Flippen aus, ne? Normalerweise mache ich das nicht mehr, weil das ist mir einfach zu nervig. Aber wenn man gerade eh nichts Besseres zu tun hat, ist halt eine. Ist im Grunde die beste Methode, an Geld zu kommen. Vor allem in Hardcore, weil man hat halt nicht die Chance, dass man stirbt, wenn man in seinem Hideout ist die ganze Zeit. Ah, ich wollte die Vals rausnehmen, ne? Ah, kann ich gleich auch noch machen. Ist ja wohl nicht so, dass die Leute über die nächsten paar Minuten jetzt 200 Valorbs kaufen. Hoffentlich. Ich habe die Valorbs halt für 1,9 gekriegt. Also 1,9 Val für ein Chaos. Und ich verkaufe die für 9 Val für 10 Chaos. Also 0,9. Das ist ein ganz ordentlicher Spread. 0,9 zu 1,9. Jetzt kann ich es zum Beispiel machen. Ich werde das jetzt hochsetzen. Mir geht das auf den Sack. Wir sind gestern schon die 10 Chaos Trades auf den Sack gegangen. Dass die Leute immer nur für so wenig kaufen wollen, ne? Ist ja nicht so, dass sie mit so ein paar Chromatics ihre. Items alle fertig kriegen. Setzen das mal auf 40. Und dann müssten das. 520, 525 müssten das sein, ne? Müssen wir gerade checken. Das sind 0,0762. Ja. 762 bin ich immer noch mit auf dem zweiten Platz. Ah, dann sind die Trades ein bisschen größer. Und hier setze ich das jetzt ein bisschen hoch. Auf 14 für 10. Da müssen wir nicht so oft traden. Das stört ja auch ein bisschen den Spielfluss. Aber wie gesagt, dann seht ihr halt auch mal, wie das aussieht, wie man das macht. Wie man die ganzen Raten einstellt. Da habe ich ein extra Video zu in meinem Trading Guide. Das ist vielleicht ein bisschen langatmig, weil ich glaube, die Videos habe ich nicht wirklich großartig geschnitten. Das heißt, es kann mal sein, dass da große Redepausen drin sind. Aber ja, wenn ihr das Video gesehen habt, was da gesagt wird, ist natürlich trotzdem richtig, aber es ist halt ein bisschen länger als die aktuellen Videos. Mal abgesehen von der Let's Learn-Reihe, aber das ist ja auch ein Let's Play und kein
kein komprimierter Guide oder Diskussion. Wie sehen meine Resis aus? Ganz schön schlecht dafür, dass es so stark angefangen hat. Ich brauche wieder ein paar neue Items. Ich muss daran denken, mir bis Akt 4 noch wieder ein paar Netze zuzulegen. Aber ich kann mir auch einfach welche kaufen, ne? Obwohl, nee, ich finde jetzt einfach welche. Ich brauche 3 Netze, weil ich will in Aqueducts den Zonenboss fangen. Und, nee, 4 Netze brauche ich. Ich brauche 3-mal diese Vögel und 1-mal den Zonenboss. Oh, dieses Gefriese und Gestunne geht mir so auf die Eier. Ich brauche unbedingt mehr Life. Ich meine, ich kriege ein bisschen Life dazu, dadurch, dass ich level. Aber das ist halt nicht so viel. Oh oh. Wehe, der hat Regen. Wobei, selbst wenn er keinen Regen hat, ist er trotzdem... Oh, den mache ich erst. Was hat er? Ich sehe das nicht. Achso, das kommt von dem Scorching Ray. Boah. Aber er ist auf jeden Fall machbar. Alter Schwede, der stunt mich mit jedem Hit. Das ist so nervig. Das habe ich lange nicht gehabt. Vor allem nicht mit meinen Dovahmeta-Builds. Das ist halt der Nachteil, wenn man so ein Transition-Build wie CI spielt, ne? Man hat halt immer das Problem, dass man keinen optimalen Skilltree hat zum Leveln. Selbst die normalen Mobs stunnen mich halt. Mit fast jedem Hit. Aber ja, ich hole mir gleich noch ein paar Life-Notes und dann hat sich das hoffentlich gegessen. Decoy-Totem hilft natürlich auch, weil dann gehen viele Hits schon mal von vornherein dahin. Dann wäre ich von denen schon mal definitiv nicht gestunnt. Und Enfibel später hilft natürlich auch. Okay, hier unten ist nichts mehr. Dann müssen wir nochmal auf die rechte Seite. Ne, wir kommen. Achso, da. Da ist der Durchgang. Ja, eine Seite fehlt uns noch. Wo ist sie denn? So, jetzt können wir uns ein bisschen Currency einpacken. Trans, Alts, Chance vielleicht noch.
Dann gucken wir mal, was wir davon brauchen. Library. Burning Damage, definitiv. Decoy. Und Enfeeble. Wobei Enfeeble hätten wir auch in der Stadt kriegen können. So, Decoy kommt hier mal hin. Burning kommt gleich. Blasphemy brauche ich noch. Obwohl. Nee, Blasphemy brauche ich doch nicht. Ich will das ja als Castle Damage Taken haben. Lightning Damage. Wow. Move Speed. Life und Mana hat der. Das ist natürlich ziemlich gut, ne? Und Energy Shield. Besser als die auf jeden Fall. Die Decks brauche ich gerade eh nicht. So, wieder da. Rechner neu gestartet. Bestimmt wieder irgendwie so eine neue Windows-Funktion. Die dafür sorgt, dass mit irgendeiner Tastenkombination die ganzen Controls umgestellt werden. Ähnlich wie das mit der Tastatursprache der Fall ist. Wo man dann auf einmal keine Sonderzeichen mehr benutzen kann. Wo müssen wir hin? Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren in der Library fertig. Genau, den kann ich gleich craften. Handschuhe kann ich auch mal eine Essence draufschmeißen. Was haben wir noch rumliegen von schwachen Essences? Cold Dress. Life und Cold Dress, ja. Klar. Das ist in Ordnung. Die sind gut. Dann packe ich die weg. Und dann kann ich die anlegen. Das Decoy-Totem kommt dann erstmal hier hin. Und dann können wir im Grunde Lab machen. Ich habe so wenig Life. Oh. Eigentlich habe ich auch gar nichts von Lab. Wenn wir mal ehrlich sind. Machen wir erstmal so weiter, bis wir definitiv genug Life für Lab haben. Können wir in der Zeit auch noch ein bisschen das Decoy-Totem leveln. Ich benutze erstmal Self-Cast Enfeeble. Das muss erstmal reichen. Holla. Oh boy. Ja, das Decoy-Totem stirbt halt instant. Aber das ist normal. Remember, Dominus, what goes up must come down.
vielleicht hole ich mir echt die Energy Shield Note. Zuerst. Im Normal Lab. Vielleicht brauche ich die. Weil die Alternative ist halt Profane Bloom. Das ist die Chaos-Explosion. Wenn gecursed Gegner sterben. Life Regen. Und tschüss. Life. Schade, dass es nicht noch mehr Life und Mana Notes gibt für Mind Over Matter Builds. Ich meine, nicht, dass die irgendwie Hilfe bräuchten. Aber das sind halt die, also die drei sind halt die einzigen Nodes für diesen Bildtypen. Könnt ihr halt ein bisschen schwächer machen. So, schnell hier durch. Gegen Life-Regen-Gegner, vor allem gegen Red Beast, hast du keine Chance. Da musst du schon gutes Gear haben. Oder so viel Sustain, dass du einfach auf der Stelle stehen bleiben kannst gegen alles, was sie machen. Und dann tötest du dir halt langsam. Das geht auch. Und so wird dieser Bild später auch Halls of Grandmasters machen. Einfach langsam, aber sicher alles töten. Ich habe Hood gelesen und nicht Hook. Dachte, das wäre ein Kopfteil. Ich kann kurz erklären, warum Scorching Ray so stark ist in Halls of Grandmasters. Da sind extrem viele Builds, die Burning Damage. Der hat 25 und der hat 32. Ist natürlich besser, ne? Aber der hat Mana und Stärke. Aber egal. Mana. Und Resi. Und Energy Shield hat er auch. Nehmen wir den. Dann können wir gleich auch anfangen, Energy Shield zu skalieren. Wenn man sich sicher ist, dass man zu viel, dass man genug aushält, kann man natürlich auch mit Flammability spielen, ne? Dann stirbt halt wirklich alles sofort.
Meine Güte! Der Slow war so heftig, da bin ich nicht mal mit Flame Dash rausgekommen. Ich glaube, das... Ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal von Touch of God getroffen wurde. Ist schon eine Weile her. Was sind das für Dinger? 19 Chaos. So, weiter geht's. Ah, ich habe vergessen, die ganzen Netze mitzunehmen. Ich wollte mir Netze holen. Dann nehme ich einfach welche von den dicken Dingern. Enfibel ist ziemlich praktisch. Dadurch... hält das Decoy-Totem halt auch länger. So, ich werde mir jetzt einfach fix 4 Netze holen. Und dann benutze ich die einfach fix. Stellt euch einfach vor, ich hätte 4 Netze aufgesammelt. Nehmen wir hier die schwächsten, die ich habe. Kann ich benutzen, oder? Ja, gibt keine Levelbeschränkungen. So, ich brauche 4 Vögel. Wait. Jetzt funktioniert's. Oder warte, lass mich das lieber nochmal checken. Beast Jerry Recipes. Level. Oder warte, machen wir das mal. Move. Magic Vulture. Magic Vulture müssen das sogar sein. Da muss ich irgendein Blue Pack von diesen Vögeln finden. Und 100 Foot Shadow ist der Zonenboss. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Enfibel darf ich maximal auf Level 5 leveln. Weil sonst kann das nicht mehr von Castman Damage Taken Level 1 unterstützt werden. Ah, Red Beast, vorsichtig. Allies Regen, ne? Ja. Und. Ah, fuck. Keine Dashes mehr. Weg hier. Lass mir Ruhe. Oh boy. Trifft er mich hier hinten noch ganz. Okay, das ist ein Blue Pack, aber leider keine Vögel. Aber nicht verzagen. In dieser Zone gibt es viele Blue Packs und die sind immer an denselben Stellen. Oder nicht alle, aber die meisten. Und zwar in diesen Seitenarmen sind die. Am Ende von jedem Seitenarm ist ein Blue Pack. Und wir haben hier sogar Vögel. Und da die Netze so hoch sind, werden sie auch instant gefangen. So, wir haben 3 Vultures. Wir müssen nur gleich beim Beastcrafting aufpassen, dass wir auch diese Low-Level-Vultures beschwören, ne? Weil die anderen Vultures, die ich da drin habe, die sind 100 pro irgendwie Level 70 oder so. Level 70 bis 80 irgendwie so um den Dreh. Und ich glaube nicht, dass wir die bekämpfen wollen auf Level 32. Da müssen wir gleich ein bisschen drauf aufpassen. So, wir kriegen jetzt noch eine Life Note. Und ich denke, dass das jetzt ausreicht endlich mal. Vom Life her zumindest. Ab jetzt werde ich Energy Shield steigern. So, den brauchen wir. Wird auch direkt gefangen.
So. Dann gehen wir fix zur Menagerie. Und dann craften wir uns fix die Movement Speed Boots. So. Move. Das ist der hier und jetzt müssen wir gucken. Level 33, 33, 33, 33. Sehr schön. Wo ist der Dicke? Ah. Oh, 50 live und Resi getroffen. Aber das Blöde ist, die haben nur 10 Move Speed. Unlucky. Also verkaufen wir die. Ja, wir können jetzt das Lab machen, eigentlich ziemlich entspannt. Und ja, ich werd mir die Energy Shield Note holen. Die will ich unbedingt haben, weil ich kann es mir nicht erlauben, gestunt zu werden die ganze Zeit. Mal gucken. POELab.com. Normal. Wir müssen nach oben rechts. Dual Swords Idols. Also Idols heißt, ich will unbedingt das Relic haben. Ich hoffe mal, dass es hier, weil sonst muss ich ganz rüber. Auf die andere Seite. Das sieht mir schon wieder so nach Gauntlet aus. Ja, ist ein Gauntlet. Shit. Da müssen wir rüber. Wären das nicht Idols oder Conduits, dann wäre mir das egal gewesen. Aber bei denen machen Relics ziemlich viel aus. Oh, nicht ganz bei der Sache gewesen, wa? Warum renne ich hier hinten denn ganz hin? Dann nehmen wir hier noch die Blue Packs mit. What? Sekunde. Was ist das für eine Zone? Ah doch, ist eine normale Zone. Wo ist gerade noch nicht, wo ich war. Brain lag. Noch nicht genug Tee gehabt heute. Ja, wir haben Relic, das heißt, wir können eins von diesen direkt deaktivieren. Ich werde das hier hinten nehmen. Dann habe ich hier die Übersicht. So, und jetzt kann ich... Das Blöde ist, ich muss jetzt trotzdem Seiten wechseln, weil ich nicht... Wobei ich kann, um den Winkel zu reduzieren.
Moment. Ach, ich habe den deaktiviert. Warum habe ich das denn gemacht? Habe ich da aus Versehen Schaden draufgesetzt, oder was? Ich bin auch ein Horst. Naja, müssen wir das halt so machen. Ja, das war nicht so schön. Das habe ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber egal. Mit so viel HP kann Isaro halt nichts mehr, ne? Wir haben jetzt 80, 320, das heißt wir ungefähr 1050 HP und dann nochmal 200 Energy Shield. Ist ziemlich gut. In dieser Zone müssen wir nach oben rechts und jetzt hier ist ein Relic irgendwo. Gucken mal hier hinten. Sieht nach Relic aus. Sehr schön. Diese Fallen sind ziemlich gefährlich, wenn man an der Kante getroffen wird. Ich mache die mal nicht auf, weil ich kann die identifizieren, ne? Weil wenn man an der Kante getroffen wird, wird man nicht gestunt. Das heißt, dann kann man weiterlaufen, obwohl man Bleed drauf hat. Und ihr kennt das Ende der Geschichte. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil diese Spike Traps, so heißen die, die machen einen Bleed auf einen. Was natürlich nicht viel ausmacht, wenn man eh gestunt wird. Dann kann man ja nicht laufen und da macht Bleed nicht so viel Schaden. Es wird eigentlich von der Regen dann ausgeglichen, ne? So, holen wir uns hier noch gerade der Fire Damage. Gerade habe ich mir richtig geholt, ja, ne? Ja. Weil die andere ist irgendwas mit Ignite. Ne, Car Speed. Hier oben war Ignite. Oh. Hier ist Fire Damage und Car Speed. Was auch nicht schlecht ist für Scorching Ray. Könnte man sich vielleicht auch noch holen zusätzlich. So, hier warte ich jetzt auf den grünen Strahl. Ich habe ja ein Relic, das heißt, ich kann einen direkt zerstören. Das heißt, ich nehme den anderen. Warte, funktioniert das nicht? Ach, ich muss einen Hit machen. Deswegen hat das gerade nicht funktioniert. Das ist One-Shot mit einem Hit. Oh, ein Idol war sogar aktiv. Guck, das wusste ich sogar gar nicht. Lern noch was dazu hier. Ja, ist nicht mein bester Lab-Run, muss ich sagen. Was kann der überhaupt? Additional Proj. Ah, der ist im Grunde Crap. Kann ich nicht gebrauchen. Oben rechts. Und in dieser Zone ist eigentlich auch nichts. Oh, 18 Quality Vortex. Nice. Ist nur eine Blue Box, ne? Was soll da schon passieren? Hidden before freeze und rip. Oh, ich habe ganz vergessen, ne? Ich habe ja Burning Damage, ne? Ich glaube nicht, dass ich die Brust mit einem Chromatic auf drei Blau, ein Rot kriege. Lassen wir das mal. schneller. Oh, fuck. Not even close. Die sind auch gefährlich, weil hier kann man ja auch weiterlaufen. Und man hat halt einen Bleed auf sich dann. So ein bisschen aufpassen. Warte mal, müssen wir hier... Ne, da geht's nicht lang, oder? Oder geht's da echt lang? Ist das dieser komische Hebel, wo nur... Oh, ich glaube, da hinten geht's lang. Das ist falsch, ne? Ja. Das ist dieser komische Hebel, der zu so einer Sackgasse führt. Da komme ich echt nicht rüber. Flame Dash hat so eine niedrige Range. Das müssen sie mal ändern. Es gibt etliche Stellen, wo man mit Flame Dash nicht rüberkommt.
in der Kampagne. Zum Beispiel, ja, hier siehst du, das ist die Sackgasse. Ich dachte erst, das wäre irgendwie ein Gauntlet oder so. Aber es macht auch keinen Sinn, weil ein Gauntlet ist eigentlich nie mitten irgendwo in der Zone, sondern irgendwo immer in Ecken. Ist ganz selten, dass es mal mittendrin irgendwo ist. Ich habe erst eine Zone gesehen, wo das passieren kann. So, ich hätte eigentlich auch den anderen Weg gehen können, aber hier ist ein Dark Shrine. Den wollte ich mitnehmen für den letzten Kampf. Ist im Normal Lab nicht ganz so wichtig, weil die Fallen im letzten Kampf deaktiviert sind. Im Cruel Lab hast du aber ja die Fallen von der Arena noch mit dabei. Hier müssen wir nach oben links. Aber ich will erstmal hier rechts gucken, ob hier der Dark Shrine ist, weil der ist hier ziemlich häufig. Oh boy. Die ganzen Poison Darts. Ja, hier ist der Dark Shrine. Gut. Nicht gut. Verdammt. So, oben links müssen wir jetzt hin. Kommen wir hier lang? Nach links rüber? Ne, war. Doch. Irgendwie geht das. Und letzte Trial. Und dann haben wir es endlich geschafft. Totem hatte Cooldown. Ich frage mich schon, warum da kein Decoy-Totem kommt. Nichts Gutes, wa? Gloves. Okkultist. Und jetzt holen wir uns hier Wicked Ward. Kriegen hier noch ein bisschen Energy Shield. Hier halt 100. Man sieht halt, na, das macht ein bisschen aus, obwohl wir noch keine Energy Shield Skalierung haben. Ein bisschen kriegen wir halt davon. Ist noch nicht so effektiv wie später, aber man kann es mitnehmen. 9 Chaos oder wie viel? Oh, Vortex wird halt überhaupt nicht gespielt, ne? So, aber was ich machen wollte... Ich könnte auch hier noch einen roten drauf setzen. Genau. Ich will hier einen roten drauf haben. Please. Warum ist es schwieriger, einen Off-Caller drauf zu rollen als zwei? Das ist doch ein Witz, Mann. Einen. So. Nee, Quatsch. Doch. Den wichtigen hierhin. Und Orb of Storms ist da.
Flame Dash ist hier. Und dann brauchen wir noch Increased Duration. Ich glaube, das war eine Chance Orb. Gut. Und jetzt hält unsere Arcane Surge ein bisschen. Wir haben jetzt Mana-Kosten von 29. Die Arcane Surge hat 15 Mana. Das heißt, wir können die noch ein bisschen leveln. Und dann machen... Oh, wir müssen erst Dry Lake machen, ne? Und dann sollten wir eigentlich auch 34 sein, fast. Und dann können wir den Golem mitnehmen. Und dann kriegen wir noch ein bisschen Life Regen. Von dem Stone Golem halt. Was habe ich gesagt? 26, ne? 29. Man sieht halt, wir haben halt einen ganz ordentlichen Puffer jetzt. Der verschwindet zwar direkt bei längeren Kämpfen, aber zumindest für Trash-Mobs haben wir den eigentlich immer. Ach, ich brauche ja auch die Mana-Kosten vom Flame Dash. Wie viel sind das? Oh, 24. Gut, dass ich nachgeguckt habe. Das sind... Ja, ich darf Arcane Surge nicht mehr weiterleveln. Weil ich will das auch mit jedem Flame Dash triggern. Remnant. Nice. So, festsetzen. Haben wir ja gesehen. Eine Horror Essence 3x und dieses Ding braucht man dafür, um eine Horror Essence sich zu besorgen. Weil ab Maps kann man Envy, wie heißt es auch noch? Envy, Dread, Misery, Scorn Essences finden. Und wenn man, wenn die nur eingesperrt sind, kann man diesen Remnant auf diesen Käfig anwenden. Und dann hat man eine Chance, 1 zu 4, dass die halt in einem Tier aufsteigen. Und das höhere Tier ist sind halt diese Super-Essenzen, wie, wie heißt es auch noch, Insanity, Horror, Hysteria... Wie heißt die andere? Delirium, genau. Und damit kann man mittlerweile einen 7-Link Righteous Fire hinkriegen. Das ist ziemlich krank. Wenn man bedenkt, dass man vorher gerade mal einen 5-Link hinkriegen konnte. Man hat ja, beziehungsweise ohne diesen Essence-Craft, sogar nur einen 4-Link. Was habe ich? Wo ist Vol? Oh, da. Ah, shit. So viel gequatscht, dass ich jedes Quest-Objective übersehe. Thank you.
Brittle Emperor. Nice. Was war das auch noch? Volt's Devotion. Nice. Was bringen die? 15 Chaos. Stellen wir den mal für 19 rein. Skamas. Aber egal. Irgendwie muss ich an Geld kommen. Stone Golem. Mehr Regen. Need. Oh, shit. Warte, das ist Armor Energy Shield Basis. Gimme, gimme. Nicht 3 rot. Ich bin gerade am Überlegen. Die sollen ja eh nicht zusammen in ein Setup rein. Ich muss jetzt mal so langsam nach einem 3-Link Ausschau halten, wo ich rot-rot oder zumindest rot-blau drauf craften kann. Wobei, das habe ich ehrlich gesagt, ne? Hier, diese beiden rot-blau. Weil dann kann ich Cast Van Damage Taken and Feeble unterbringen. Immortal Call kriege ich erst in Akt 6 als Witch. What? Oh, das war ein Silence. Ah, ich habe mich schon gefragt, warum ich nichts casten kann. Nicht mal Flame Dash. Ist das für ein Jewel? Das ist, glaube ich, Crap. Das ist, an Jewels ist das Nervige. Die werden vom Filter eigentlich immer als normaler Unique Drop angezeigt. Weil... es gibt halt so viele Uniques pro Basis. Also es gibt mega viele Crimson Jewels als Uniques. Und deswegen kann der Filter halt nicht unterscheiden, ob das jetzt ein gutes Unique ist oder ein schlechtes. Das heißt, es wird immer als schlechtes angezeigt. Aber manche Jewels sind mega wertvoll. Das heißt, eigentlich muss man sich jedes Jewel angucken und dann Price checken. Irgendwann kennt man die Bilder halt alle von den wertvollen Jewels. Da sind zum Beispiel... okay, so viel Damage machen die Hämmer. Da habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. Ich sollte vielleicht mal den Golem beschwören. Vielleicht nicht hier. Da will ich den Curse behalten und den Golem machen wir mal hier hin. Das Coole an der Waffe, die ich später habe, ist, jedes Mal, wenn wir blocken, startet automatisch dadurch unsere Energy Shield Recharge. Unser Energy Shield Recharge. Aktuell ist es jetzt so, wenn man eine Weile keinen Schaden genommen hat, fängt er an. Aber der fängt ja nicht in Combat an. Deswegen ist Energy Shield eigentlich ein bisschen schlecht am Anfang.
wenn man sich unsere Ascendancy anguckt, die wir uns vorhin geholt haben, hier steht halt, Energy Shield Recharge is not interrupted by damage if the recharge has started recently, ne? Das heißt, jedes Mal, wenn wir blocken, kann der Recharge nicht unterbrochen werden. Für 4 Sekunden. Weil recently heißt ja 4 Sekunden. Das heißt, wir haben im Grunde dauerhaft den Regen oben. Auch Gazzy. Wie viel will der haben? 500. Junge, chill. 1, 2, 3, 4, 5. 20 und 25. Jo. Sehr schön. Diese Trades gefallen mir schon besser. Den setzen wir für 9 Chaos rein. Ja. Ich hatte heute Nacht einen. Wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Oh, ich habe Path of Building zugemacht, wa? Shit. Gucken wir mal. Ah ja, genau. Stimmt, hier diese Feuerresinot. Und Feuerdamage. Die können wir uns auch noch mitnehmen. Die ist gut. So. Resi ist ja beim Leveln Mangelware. Und Damage ist nie verkehrt. Wenn mich nicht alles täuscht, brauche ich sogar noch irgendeinen Beast für Tora. I'm lacking intelligence. Gonna... What? Ist das jetzt ein Meme, dass er die falschen Sachen gekauft hat? Oder wrong chat, wa? Ja. Der Damage aktuell sieht halt in Ordnung aus. Ist halt trotzdem noch nicht so gut wie mit Leap Slam Thunder, aber welcher Bild ist das schon, ne? Das ist halt eine ziemlich ruhige Spielweise. Wenn man nicht die ganze Zeit gestunt werden würde. Ich bin sogar überlegen, mir hier einen 21-20 Scorching Raid zu holen. Ich habe einen 21er, aber durch 20 Quality kriegt er nochmal Reichweite. Das könnte ziemlich praktisch sein. Einmal natürlich für Map Clear, weil man da mit einem Wischer mehr erreicht, mehr Area abdeckt. Aber natürlich auch defensiv, weil man möglichst weit wegstehen will von den Typen in Halls of Grandmasters. Der ist nochmal gefährlich. Kriegen wir kein Bleed ab? Ne. Easy.
Sacred Mana Flask sollten wir uns mitnehmen. Da kann halt... Warte, level ich den jetzt zu weit? Wo habe ich den? Ne, Level 4. Da kann halt irgendwie so Freeze Immunity oder so drauf sein, ne? Ja, der ist auch in Ordnung. Ach Gott, noch so eine Zone. Ich schon wieder falsch gelaufen. Ah, ich gehe, es geht schon wieder zurück, ja. Hab mich halt nicht rechts gehalten, ne? Wird man direkt bestraft. Wenn ich mich rechts gehalten hätte, wäre ich hier abgebogen. Shit. Der beste Plan ist nichts wert, wenn man ihn nicht ausführt, ne? Der ist jetzt nicht gestorben. Verarschen. Stimmt, die haben wir jetzt auch. Was kommt mal als nächstes? Oh, das sind alles Notes, die nicht gut sind, ne? Oh, das ist ätzend. Ich muss eigentlich in den sauren Apfel beißen. Und hier diese vier Notes noch holen. Weil dann kann ich mir hier noch ein bisschen live holen und hier noch ein bisschen live. Und da ist auch noch Energy Shield mit drauf. Ja, ich glaube, das ist das Beste, was ich aktuell machen kann. Weil, wie ihr seht, das sind alles Energy Shield Notes. Das ist hier was für Reduced Mana Reserve, damit man mehr Auren laufen kann. Hier ist Energy Shield, hier ist Mana und Jewel. Jewels brauche ich aktuell nicht. Hier ist für Stäbe was. Es taugt alles nichts, ne? Ne, ich gehe jetzt... Weil diese drei habe ich ja schon. Ich gehe jetzt hier einfach weiter und hole mir diesen Cluster und diesen Cluster. Wie gesagt, ist alles noch ein bisschen langsam, weil ich halt auch nicht wirklich weiß, wie ich am besten ein CI-Build leveln soll. Aber wenn wir die beiden Cluster haben, ich glaube, und wenn wir dann noch ein paar Energy Shield Items kriegen, jo, dann haben wir aber, dann haben wir mega viel HP. Auch wenn Energy Shield halt keine richtige HP ist, aber... Boah, ich glaube, den Stab könnte ich sogar schon anlegen, oder? Mal gucken. Ist für Level 23, ja. Den könnte ich sogar anlegen. Dann könnten wir voll Energy Shield spielen. Aber wir haben halt noch nicht so viel Block, ne? Das heißt, es ist dann auch noch nicht dauerhaft oben, aber... Besser als nichts. Aber ne, ich will ja nicht mit Leveling Items spielen. Das ist unethical. Kappa.
Haben die da vorher schon hingefeuert und ich bin da voll reingerannt, oder was? Ich stand doch noch gar nicht so lang. Vielleicht haben die auf meinen Golem gefeuert. Wert. Fünfunddreißig Chaos für einen 3% Reckless. Die sind so teuer geworden, die Dinger, dass ich den sogar kaufen will. Nice. Oh Mann, und da brauche ich 5 Stück oder so von. Das Ding ist, der nächst teure ist ein 2% mit 53 Chaos. Und dann, da ist aber auch noch ein 3%er für 55 Chaos. Aber 55 Chaos ist besser als 35, also schlimmer als 35. So, einen davon habe ich ja schon, wie gesagt. Sogar ein 4%, den habe ich gestern auch irgendwie für 35 gekauft. Was kann der? Okay, nichts Besonderes. Achso, ich war beim Waypoint, wa? Ich sehe ja schon kommen. Ich renne da mit meinen 5 Reckless Jewels rein in Halls of Grandmasters. Und dann sterbe ich in der ersten Map. Ich sehe es schon kommen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich leveln soll am besten. Einfach mit Flame Dash und Scorching Ray? Ist ein bisschen langsam, ne? Wobei, dann kriege ich ein Gefühl zumindest für den Bild. Das kommt mir dann in Hawk wieder zugute. Und ich muss den Bild ja auch nicht auf Level 90 leveln. Weil die wichtigen Punkte habe ich schon mit irgendwie 87 oder so. Was wäre eigentlich Cruel Lab für mich? Nochmal 150 Flat? Energy Shield Recharge? Keine Ahnung.
cannot be stunned. Oh, nice. Oh, fix der Resso um. Ich habe nur 45 Feuerresi. Das ist halt nicht gut für den Boss, der gleich kommt. Der Flame Blast haut gut rein. Was kann die Essence? Anger. Nice. Der hintere von denen muss zuerst weg, weil der halt den Flame Blast hat. So, jetzt gibt's Castman Damage Theken, aber das können wir noch nicht anlegen. Wir sind noch nicht Level 38. Tata. Bye bye. Ich hol's mir aber trotzdem schon mal. Nur damit ich es nicht vergesse. So, den da. Und dann müssen wir uns gleich noch irgendwie die Gem-Situation regeln hier. Mit, wir brauchen ein Blau, ein Rot gelingt. Aber das werden wir wohl hinkriegen.
So, der ist jetzt Level 5. Ab jetzt dürfen wir den nicht weiter leveln. It's not often we get to erase our failures. Our mistakes can be our greatest. Single Target sieht auch mittlerweile gar nicht so schlecht aus. So, jetzt machen wir zuerst mal Custom Damage Taken fertig. Im Grunde ist, glaube ich, das Einfachste, wenn ich das hier reinpacke. So. Den brauchen wir nicht mehr casten, dann können wir den auch da hinsetzen. Jetzt müssen wir Enfeeble rausnehmen, weil Doidre wird sonst gebufft, wenn wir die cursen. Zu wenig Dex.
Oh, ups. Ah, ist ja im Grunde egal. Das ist mal ein einfacher Malakai-Kill. Gibt's hier jetzt überhaupt ein Game für uns? Ich glaube nicht, ne? Was gibt's hier? Spell Echo, GMP, Multistrike. Was kriegen wir? Till I live. Decay, Immolate. Können wir nichts von gebrauchen. Naja. Gut. Das war eine ziemlich gemütliche Folge. AKA mega langsam. Aber was soll's. Gemütlicher Build. Gemütliche Spielweise. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.